Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 17. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs von der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in den Jahren 2019, 20 und 21 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften, Drucksache 20829 und zu 625 aus 20. Und bitte als erstes die Berichterstatterin Frau Goldbach um die Berichterstattung. Mikro an. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Innenausschuss hat in seiner Sitzung am 22. Mai über die Auswertung der schriftlichen Anhörung zum Gesetzentwurf gesprochen und hat folgende Beschlussempfehlung ausgesprochen. Es wurde einstimmig beschlossen, der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Danke, Frau Goldbach, für die Berichterstattung. Die vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten und es eröffnet Herr Steinrath von der CDU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Durch die schriftliche Anhörung darf ich feststellen, dass bei den Fachgewerkschaften und dem Dachverband der Interessenvertretung der Beamtinnen und Beamten insgesamt eine gute Stimmung herrscht. 90.000 Beamtinnen und Beamten profitieren von einer klaren Einkommensverbesserung. Das sind 8% mehr in den nächsten 33 Monaten. Die zeitgleiche und systemgerechte Übertragung des Tarifergebnisses wurde allgemein begrüßt. Wir Christdemokraten wollen dieses kräftige Lohnplus nun auch zeitnah unseren tüchtigen Beamtinnen und Beamten zukommen lassen. Damit würdigen wir die Leistung derer, die täglich sicherstellen, dass unser Staat und unser Gemeinwesen funktioniert. Mit dem jetzt von der CDU und Bündnis 90 die Grünen eingebrachten Gesetzentwurf über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in den Jahren 19, 2020 und 2021 ist die notwendige Rechtsgrundlage geschaffen. Damit soll die Besoldung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie die Versorgungsbezüge der Versorgungsempfänger in Hessen zum 1. März 2019 linear um 3,2%, zum 1. Februar 2020 um weitere 3,2% und zum 1. Januar 2021 um weitere 1,4% erhöht werden. Ebenso werden die Mehrarbeitsvergütungssätze allgemein und im Polizeibereich linear und zeitgleich angepasst. Die Anwärterbezüge erhöhen sich ebenfalls linear in 3 Schritten in gleicher Höhe, jeweils zum 1. Januar 2019, 2020 und 2021. Darüber hinaus werden einige organisatorische Umgestaltungen in der Landesverwaltung besoldungsrechtlich nachgezeichnet. Unsere vorliegenden Erwägungen zur Besoldungserhöhung sind an den von dem Bundesverfassungsgericht aus der Verfassung abgeleiteten und durch Zahlenwerte hinterlegten volkswirtschaftlich nachvollziehbaren Kriterien ausgerichtet. Sie bilden einen Orientierungsrahmen, der zu beachten ist. Wir stellen eine amtsangemessene Besoldung sicher. Das in der Begründung zum Gesetzentwurf dargelegte mehrstufige Prüfungsschema zeigt, dass die Besoldung in Hessen deutlich innerhalb des vorgegebenen Rahmens zu der Tarifentwicklung, der Entwicklung der Nominallöhne und des Verbraucherpreisindex liegen. Auch bei einem systeminternen Besoldungsvergleich und einem Quervergleich mit der Besoldung des Bundes und der Länder wird deutlich, dass die vorgesehenen Besoldungsanpassungen die Prüfparameter erfüllen und den verfassungsrechtlichen Vorgaben an eine amtsangemessene Alimentation entspricht. Bei doppischer Betrachtung beläuft sich der Mehraufwand für diese Verbesserung von Besoldung und Versorgung der Beamtinnen und Beamten in diesem Jahr auf rund 129 Millionen Euro. Hinzu treten rund 950 Millionen Euro bei den Pensionsrückstellungen an. Im Jahr 2020 summiert sich der Aufwand für das Land auf insgesamt knapp 1,3 Milliarden. Das ist viel Geld, aber wir machen es auch, weil wir meinen, dass es echt was wert ist. Mit dem Tarifabschluss
Mit dem Tarifabschluss und der Übertragung der Anpassungen auf die Besoldung und Versorgung der Beamtinnen und Beamten wollen wir bewusst die hervorragende Arbeit aller Landesbediensteten würdigen. Der von CDU und Bündnis 90 die Grünen eingebrachte Gesetzentwurf beinhaltet eine kräftige Besoldungserhöhung von insgesamt 8% für den öffentlichen Dienst. Wir wollen, dass Hessen ein attraktiver Arbeitgeber ist und auch weiterhin bleibt. Dazu tragen insbesondere die hessischen Besonderheiten bei. Im Hessentarif wurde der kinderbezogene Zuschlag für Neubeschäftigte nicht gestrichen, sondern mit den Gewerkschaften die Einführung einer Kinderzulage vereinbart, die jetzt auch für Azubis und Praktikanten gilt. Nur in Hessen erhalten die Beschäftigten pro Kind und Monat eine Zulage von 100 Euro und ab dem dritten Kind gibt es sogar 150 Euro. Nur in Hessen gibt es seit 2017 eine stufengleiche Höhergruppierung. Dadurch profitieren die hessischen Beschäftigten uneingeschränkt von ihrer Beförderung. Leistung lohnt sich, damit in Hessen mehr als in anderen Ländern. Mit dem Landesticket Hessen können die Landesbediensteten seit 2018 aufgrund einer bundesweit einmalig tarifvertraglichen Regelung die Leistung des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs im gesamten Bereich des Landes Hessens nutzen. Unabhängig von der Strecke, Wohnort, Dienstort und einschließlich diverser Mitnahmemöglichkeit für Angehörige. Zu diesen monetären Verbesserungen kommt die landesweit gültige Freifahrtberechtigung für alle Landesbedienstete in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Personalverkehrs. Herr Steinmatz, kommen Sie bitte zum Schluss. Ui, dann habe ich mich ein bisschen verschätzt. Aber Sie wissen ja, Sie haben ja gehört, wie gut dieses Gesetz ist. Und die CDU steht für einen attraktiven öffentlichen Dienst und ist ein Garant für die Beibehaltung des Berufsbeamtentums. Wir wertschätzen unsere Beamten. Und ich denke einfach, wir haben lange darüber gesprochen, stimmen Sie einfach zu, damit wir schnellstmöglich den Beamten das Geld aufs Konto bringen können. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Steinrath. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Herrmann zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Wie bereits in der ersten Lesung zu dem Gesetzentwurf mitgeteilt, werden wir diesem zustimmen. Auch wenn die Anpassung höher ausfallen müsste, wenn man berücksichtigt, dass insbesondere Beamte seit Jahren hinter der allgemeinen durchschnittlichen Einkommensentwicklung hinterherhinken. Entsprechend wird auch diese Besoldungsanpassung den Leistungen der Bediensteten nicht ganz gerecht. Der Gesetzentwurf wird Ihnen deshalb nicht ganz gerecht, weil er unter anderem die jahrelange Benachteiligung, die aus dem Ausscheiden aus der Tarifgemeinschaft der Länder seit 2004 resultiert, nicht berücksichtigt und hier insbesondere die Nullrunde im Jahr 2005 und die Minimalerhöhung des Jahres 2016 außen vor lässt. Man könnte auch sagen, komplett ignoriert. Dazu muss man wissen, dass Hessen als einziges von 16 Bundesländern die Leistungen seiner Bediensteten 2015 mit einer Nullrunde und 2016 mit ganzen 1% Einkommenssteigerung belohnte. Alle anderen Bundesländer haben 2015 mindestens um 1,9% und 2016 mindestens um 2% die Besoldung erhöht. Legt man den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder zugrunde, so entstand für Hessen ein Besoldungsrückstand von 3,5%. Betrachtet man die durchschnittliche Entwicklung der Bruttojahreslöhne dieser beiden Jahre, beträgt der Besoldungsrückstand sogar 4,3%. Und dazu kamen dann noch die Beihilfekürzungen im Jahr 2015. Wir können also ganz sachlich feststellen, so sieht Anerkennung und Würdigung von Leistung bei einer schwarz-grünen Landesregierung aus. Wenn hessische Beamte dafür dann auch noch 41 Stunden pro Woche arbeiten dürfen, wird einem wirklich schwarz-grün vor Augen. Da hilft es auch nicht, dass eine Stunde davon einem Lebensarbeitszeitkonto gutgeschrieben wird. Und nein, auch ein Landesticket ist kein adäquater Ausgleich oder Ersatz für die erfolgten Kürzungen und Einsparungen von CDU und Grünen. Denn nicht jeder wird dieses Ticket für die Fahrt zur Arbeit nutzen können, sei es aus zeitlichen Gründen oder sei es örtlich bedingt.
Ja, das Landesticket ist gut gemeint und ein nice to have, wie man so schön neudeutsch sagen würde. Aber alle hessischen Beamten hätten mehr davon, wenn Hessen wieder schnellstmöglich in die Tarifgemeinschaft der Länder zurückkehren würde und sich die Landesregierung bei der Besoldung zukünftig an den Besoldungstabellen des Bundes orientieren würde. Dieses Benchmarking würde Hessen in die Spitzengruppe der Länder bei der Besoldung seiner Beamten führen und dafür sorgen, dass Hessen nicht nur attraktiver für den qualifizierten Nachwuchs wird, sondern es würde auch für deutlich mehr Zufriedenheit bei den Bediensteten sorgen. Viele Beamte, insbesondere bei der Polizei, stecken förmlich über Jahre in der Besoldungsstufe A10 fest. Laut der Besoldungstabelle von 2018 waren Hessen und Berliner in der Endstufe sogar die schlecht bezahltesten A10er in Deutschland. Bundesbeamte dagegen erhielten in dieser Besoldungsstufe fast 500 € mehr und lagen damit noch nicht einmal auf dem Spitzenplatz in der Besoldung. Denn den hatte Brandenburg mit 4.121 € inne. Vor diesem Hintergrund sind gerade unsere Einsatzkräfte unterbezahlt. Daher fordere ich Sie auf, den besonderen Anforderungen des Polizeiberufs gerecht zu werden und die Polizeizulage deutlich zu erhöhen und als Teil der Versorgungsrücklage, also Versorgungsbezüge, zu berücksichtigen. Und das gilt natürlich für alle Einsatzkräfte. In diesem Zusammenhang fordere ich die Landesregierung auf, den besonderen Anforderungen, die der Polizeidienst stellt, in der Form Rechnung zu tragen, dass eine echte fünfte Dienstschicht eingeführt wird, Erholungskuren für Wechselschichtdienst und freie Heilfürsorge den aktiven Einsatzbeamten gewährt wird. Meine Damen und Herren, auch wenn der aktuelle Gesetzentwurf für sich betrachtet durchaus als ein richtiger Schritt in die richtige Richtung angesehen werden darf, weshalb wir auch diesem Gesetzentwurf zustimmen, sehen wir von der AfD weiteren dringenden Handlungsbedarf, um insbesondere auch zukünftige Leistungsträger zu gewinnen. Bedenken Sie, der Bürger hat einen Anspruch auf eine leistungsstarke Verwaltung. Dazu brauchen wir entsprechend qualifizierte und motivierte Bedienstete. Und diese gewinnen wir nicht nur durch einen sogenannten sicheren Arbeitsplatz. Dazu bedarf es mehr. Ich möchte es einmal etwas zugespitzt und provokant sagen. Mit einer arbeitsplatzsicheren Perspektivlosigkeit und der finanziellen Aussicht auf gesicherte Armut holen Sie heute niemanden mehr hinter dem Ofen vor, schon gar nicht karriereorientierte Nachwuchskräfte. Deshalb fordere ich die Landesregierung auf, unsere ergänzenden Forderungen umzusetzen. Uns von den AfD liegt das sehr am Herzen. Das kann ich allen Bediensteten versichern. Deshalb bedanke ich mich auch im Namen der AfD besonders bei unseren Beamten und Angestellten für ihre Arbeit, ihr Engagement und ihren Einsatz, auch unter manchmal widrigen Umständen. Sie alle haben eine Gehalts- bzw. Besoldungserhöhung verdient. Vielen Dank. Danke, Herr Herrmann. Bevor wir in der Debatte fortfahren, muss ich ein Versäumnis meinerseits korrigieren und zum Vorredner zurückkommen. Das war die erste Rede des Kollegen Steinraths. Entschuldigung, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn ich es auf dem Schirm gehabt hätte, wäre die Minute mehr auch noch drin gewesen. So, die Debatte führen wir fort mit Herrn Rudolph von der SPD-Fraktion, dem derzeit letzten Redner aus dem Hohen Hause. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, alles bestens in Hessen, haben wir ja vom Kollegen der CDU gehört. Wenn man sich die Stellungnahmen zu dem Besoldungsgesetz der Gewerkschaften, der Berufsverbände anschaut, ja, das, was jahrelang in Hessen üblich war, dass der Tarifabschluss auf den Beamtenbereich übertragen wird, ist von der CDU und dann mit Schwarz-Grün zusammen abgebaut worden. Deswegen haben wir in der Tat noch einen Besoldungsrückstand in Hessen, was die Beamtinnen und Beamten bis heute noch merken. Diesen Besoldungsrückstand haben sie nicht kompensiert und nicht ausgeglichen. Auch das war Teil der Stellungnahmen. Herr Kaufmann, können Sie nachlesen in den Anhörungsunterlagen. Und deswegen gibt es immer noch einen Rückstand. Ja, jetzt gibt es mehr Geld, verteilt auf 33 Monate.
Das sind auch keine 8%, wie eben dargestellt wurde, sondern das sind drei verschiedene Stufen, nämlich 3,2%, 3,2% und dann 1,4%. Das soll so klingen, 8%. Der Unbedarfte nimmt draußen bei 8% mehr. Das klingt toll für eine Laufzeit von fast 3 Jahren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, auch hessische Beamtinnen und Beamte haben Anspruch, an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilzuhaben. Eine pure Selbstverständlichkeit. Und die Realität in Hessen ist auch, Hessen hat mit die längste Wochenarbeitszeit in der Bundesrepublik. Das ist nämlich nicht geändert worden. Die Lebensarbeitszeitstunden, die angewachsen sind, sind zurzeit bei 3 Millionen. Herr Innenminister, wie viele Stellen haben Sie eigentlich vorgesehen im Landeshaushalt? Wenn Leute dann in Pension gehen und wollen das in Anspruch nehmen, ein paar Monate vorher, keine einzige Stelle. Keine einzige Stelle. Und wenn wir dann fast 3 Millionen Überstunden bei der hessischen Polizei dazu addieren, dann ist das ein erheblicher Betrag, wo es keine Stellenkompensation gibt. Auch das ist Teil einer extremen Belastung für hessische Beamtinnen und Beamte. Und dafür gibt es keine Kompensation. Und wenn Sie sich die Krankheitstage bei den hessischen Vollzugspolizeibeamten anschauen, ich könnte den Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen nehmen, mit fast 35 Tagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat das etwas mit der Belastung der Polizeibeamtinnen und Beamten zu tun. Manche Beamtinnen und Beamten wären froh, wenn sie innerhalb von wenigen Monaten mal ein freies, planbares Wochenende hätten. Und deswegen, Herr Innenminister, meine Damen und Herren von CDU und Grüne, Geld allein ist nicht alles. Es ist ein wichtiger Teil, aber es müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen. Ihre Personalsituation der letzten Jahre hat auch die hessischen Beamtinnen und Beamten enorm belastet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, der materielle Teil ist das eine. Selbstverständlichkeiten müssen nicht besonders belobhudelt werden. Wer übrigens qualifiziertes Personal bekommen will, wir merken, dass Hessen im Wettbewerb mit den anderen Bundesländern und der Bundespolizei, übrigens, weil der Herr Frömmrich vorhin mal so dazwischengerufen hat, ein Bundespolizist im mittleren Dienst, Besoldungsgruppe A9, bekommt mehr als ein Polizeikommissar in Hessen mit der Besoldungsgruppe A9, weil der Bund nämlich Zulagen zahlt, weil es keine Nullrunden und 1%ige Erhöhung gab. So viel zur Realität. Die Bundespolizei ein äußerst attraktiver Arbeitgeberdienstherr. Und deswegen müssen Sie da aus der puren Not was machen, um überhaupt Polizeibeamte zu gewinnen. Schauen Sie sich doch mal Ihre Einstellungszahlen an, wie viele Bewerber aus anderen Ländern kommen, weil sie in Hessen keine mehr finden, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen, weil zum Beispiel bezahlbar Wohnraum im Ballungsraum ein K.O.-Kriterium ist. Auch das wäre mal ein Punkt, über das Thema Werkswohnungen auch als Arbeitgeber des Landes Hessen zu reden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen alles Paletti im Lande Hessen. Natürlich ist das nicht der Fall. Trotzdem stimmen wir als SPD-Fraktion der Besoldungserhöhung zu, weil das ein wichtiger Schritt ist. Es gleicht nicht alle Nachteile der letzten Jahre aus. Und deswegen bleiben wir weiter am Ball. Vernünftige Personalausstattung, vernünftige Rahmenbedingungen. Aber zur Lobhudelei in diesem extremen Maß fehlt uns noch ein Entschließungsantrag von CDU und Grünen zu dem Gesetzentwurf, weil den Unsinn machen Sie ja sonst auch noch. Der fehlt an der Stelle. Huch, jetzt stelle ich fest, ich habe noch 30 Sekunden, jetzt gehe ich. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Müller gemeldet. Es waren noch 31 Sekunden, Herr Rudolph, insofern noch etwas früher. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine schlanke und starke Verwaltung ist ganz wichtig für einen starken und funktionierenden Rechtsstaat. Insofern haben wir auch ein erhebliches Interesse daran, dass wir gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in unserer Verwaltung, in den Behörden, in den Ministerien. Und dafür ist es wichtig, dass die auch zufrieden sind. Meine Damen und Herren, da die Grundlagen für zu schaffen, ist die Aufgabe, die wir hier auch unter anderem diskutieren, nämlich die Rahmenbedingungen. Und da muss ich sagen, war die Anhörung doch etwas nicht überraschend, aber sie war ergiebig, weil kaum ein Anzuhörender sich wirklich ausnahmslos gefreut hat. Also diese Freude und dieses alles toll und ganz hervorragend, das ist aus den Anhörungen der Fachverbände und der Beteiligten so nicht herausgekommen. Die haben alle gesagt,
Sie haben alle gesagt, und das sagen wir auch, die Übertragung des Tarifergebnisses jetzt ist richtig. Aber es haben auch alle gesagt, dass die Nullrunde im Jahr 2015 und die 1%-Steigerung im Jahr 2016 für Sie alle eine Einschränkung und eine Rückstellung gegenüber den anderen Ländern bedeutet hat. Und, meine Damen und Herren, Fakt ist auch, dass das bis heute Einbußen für die Beamtinnen und Beamten bedeutet, die nämlich diese Gelder nach wie vor nicht erhalten, die es in anderen Bundesländern gibt. Fakt ist auch, dass immer noch die Klagen anhängig sind. Und mit diesen Klagen soll geklärt werden, ob das verfassungsrechtlich in Ordnung war und ob entsprechende Alimentationsrichtlinien und Alimentationsprinzipien ausreichend beachtet sind und ob man nicht sogar gezwungen ist, weitere Anhebungen bei der Besoldung vorzunehmen. Wir diskutieren dann hier immer das Thema Jobticket. Und auch da sind die Anhörungen, auch wenn es nur eine schriftliche Anhörung war, ist ein bisschen schade, hätten wir Zeit gehabt, hätten wir wahrscheinlich noch mehr gehört. Das kann ich nur sagen, haben einige der beteiligten Gewerkschaften gesagt, das ist ja super, dass wir das Jobticket haben, das kann nur kaum einer von uns nutzen. Das ist genau das, was wir vor 3 oder 4 Wochen hier diskutiert haben, wo mir gesagt wurde, doch, das ist doch alles super. Nein, ist es eben nicht. Gerade der Bereich der Strafvollzugsbediensteten, wo das sehr klar zu tragen gekommen ist, da kann kaum einer ein Jobticket nutzen, und es hilft an der Stelle auch nicht weiter. Deswegen bitte ich Sie, das auch nicht immer wieder so nach vorne zu stellen, als wäre es das Allheilmittel, um auch im Rhein-Main-Gebiet hier alles zu klären. Fakt ist deswegen, dass es das Mindeste war, dass der Abschluss aus den Tarifgesprächen jetzt auch auf die Beamten übertragen wird. Das ist ein richtiger Schritt, aber es reicht eben nicht aus. Und der entscheidende Punkt, weil ich habe eingeleitet damit, dass wir Arbeitszufriedenheit brauchen, dass wir gute Mitarbeiter brauchen, um einen funktionierenden Rechtsstaat zu haben, dazu gehören eben auch die weiteren Rahmenbedingungen. Und wenn ich dann sehe, welche Anzahl an Überstunden die Polizei vor sich herschiebt und weiter aufbaut, wenn ich dann sehe, wie intensiv Lehrer teilweise über die normalen Arbeitszeiten hinaus sich einbringen, weil immer weitere Anforderungen, bürokratische Vorgaben und anderes dazukommen, die dazu führen, dass sie auch an den Wochenenden häufig noch zusätzlich arbeiten bzw. dank Klausuren korrigieren, weil sie unter der Woche andere Dinge machen müssen, dann sind das Punkte, an denen wir ansetzen müssen. Und ich werde auch nicht aufhören, auf die Anforderungen deutlich zu machen, die mit Wohnraum verbunden sind. Gerade im Ballungsraum ist es für Beamte in den unteren Einkommensgruppen kaum möglich, sich eine Wohnung zu leisten. Und deswegen bleiben wir bei unserer Forderung, dass das Land Hessen schauen muss, dass wir für Beamte, die gerade einsteigen in den Beruf, entsprechenden Wohnraum schafft und Wohnangebote schafft, die es ihnen ermöglicht, gerade bei Arbeitsbeginn, bei Berufseinstieg, entsprechende Wohnungen auch nutzen zu können, ob das die Strafvollzugsbediensteten sind, ob das auch Polizeibeamte sind, die hier im Rhein-Main-Gebiet anfangen zu arbeiten. Für diese jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Land Hessen brauchen wir entsprechende Angebote und Lösungen, weil wir nur dann es schaffen, auch in Zukunft einen wirklich schlagkräftigen öffentlichen Dienst aufrechtzuerhalten. Denn wir stehen im Wettbewerb mit der Wirtschaft, wir stehen im Wettbewerb mit allen anderen, die ebenfalls Fachkräfte und qualifizierte Arbeitskräfte brauchen. Und deswegen müssen wir uns dort besonders hervortun, indem wir auch besondere Angebote haben. Das ist die Aufgabe. Das, was wir heute machen, ist eine Selbstverständlichkeit. Und ich freue mich trotzdem für die Beamtinnen und Beamten und weise darauf hin, dass wir unter Zurückstellung einiger Bedenken dieser schriftlichen Anhörung zugestimmt haben und damit dem Verfahren, dass wir es beschleunigen können, im Interesse der Beamtinnen und Beamten, dass sie möglichst schnell ihr Geld bekommen. Vielen Dank. Danke, Herr Müller. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Herr Frömmrich zu Wort gemeldet. Ups. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, das ist ja das tägliche Geschäft bei diesen Debatten über Anhörungen. Der eine liest es so, der andere liest es so. Die Opposition hat da einen anderen Blick drauf als Regierung. Aber vielleicht einigen wir uns auf etwas, was in allen Stellungnahmen aller Anzuhörenden gestanden hat. Das war, dass Sie begrüßen, dass die Landesregierung bzw. die Sie tragenden Fraktionen diesen Gesetzentwurf vorlegen und dass er zügig umgesetzt wird. Das ist in jeder dieser Stellungnahmen nachzulesen. Und vielleicht mit ein bisschen sinnerfassendem Lesen, glaube ich, kriegt man das auch hin. Man muss ja hier nicht jubeln, aber
man könnte zumindest zur Kenntnis nehmen, dass alle das begrüßt haben. Und im Gegensatz zum Kollegen Rudolph, der ja hier so ein bisschen geredet hat, als seien das hier gerade mal kleine Beträge, die hier rübergereicht werden, und das sei ja überhaupt nicht so richtig erwähnenswert, auch wenn man sich das einmal vergegenwärtigt, muss man doch sehen, dass wir mit diesem Tarifabschluss und mit dem, was wir jetzt für die Beamtinnen und Beamten umsetzen, ein Volumen von 1,3 Milliarden Euro für die Beamtinnen und Beamten und für die Beschäftigten im Lande Hessen zur Verfügung stellen. 1,3 Millionen, Herr Kollege Rudolph, da kann man sich doch auch einmal freuen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes an der Einkommensentwicklung derart teilnehmen. Aber das ist eben so, und ich glaube, das tut eigentlich nicht gut, wenn man auf diese Art und Weise diskutiert. Es gibt viele Dinge, auch im Bereich der Tarifpolitik, auch im Bereich, wo wir als Landarbeitgeber sind, worüber wir durchaus reden sollten. Aber an solchen Tagen, wo wir solche Abschlüsse oder solche Gesetze beschließen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, finde ich, sollte man doch ein bisschen mehr Fröhlichkeit ausstrahlen. Zweiter Punkt. Wir freuen uns als Koalitionäre, dass wir hier umsetzen, was wir in der Koalitionsvereinbarung vereinbart haben, dass wir den Tarifabschluss auf die Beamtinnen und Beamten übertragen. Und das sind in der Tat von 2019 bis 2021 rund 8% Steigerungen für die Beschäftigten unseres Landes. Die Anwärterinnen und Anwärter profitieren im gleichen Maße, sogar noch etwas früher. Und von daher finde ich, ist das durchaus eine gute Entscheidung, die wir hier heute zu treffen haben. Ein weiterer Punkt, auf den ich eingehen möchte, das ist schon auch ein bisschen seltsam, wie da zurzeit argumentiert wird. Aber vielleicht nimmt man doch einfach einmal die positiven Dinge zur Kenntnis. Das Land Hessen ist mit dem, was wir jetzt hier mit den Tarifbeschäftigten vereinbart haben und was wir jetzt für die Beamtinnen und Beamte übernehmen, das einzige Bundesland, das erste Bundesland, was die Tarifpolitik und die Übertragung der Tarifverträge auf die Beamtinnen und Beamten, das erste Bundesland, was in dem Bereich klimapolitische Maßstäbe setzt, gibt es in keinem anderen Bundesland und ist wirklich ein Pfund für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Landes. Das kann man doch einfach mal, das kann man doch vielleicht auch einfach mal etwas positiver bewerten. Kein anderes Bundesland hat diese Freifahrtberechtigung. 145.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren von dieser Freifahrtberechtigung. Die Lebenspartnerinnen und Lebenspartner können mitgenommen werden am Wochenende, und die Kinder können auch mitgenommen werden. Das ist doch etwas, was für die Menschen im Lande, was für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Lande wirklich ein Pfund ist. Da kann man doch auch als Opposition mal sagen, das ist eine gute Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Und es ist ja nicht nur die Entscheidung dieser Landesregierung und derer, die die Tarifverhandlungen, geführt haben. Es ist ja auch eine Entscheidung der Tarifpartner gemeinsam. Auch die Gewerkschaften, auch die Vertreterinnen und Vertreter der Beamtinnen und Beamten haben das mitgetragen und finden das eine gute Errungenschaft. Das spart für jemanden, noch einmal, das spart für jemanden, der pendelt von Frankfurt nach Fulda oder von Fulda nach Frankfurt, 3.400 €. Das ist die Jahreskarte, 3.400 € im Jahr. Das ist mehr als ein Monatslohn für einen Beschäftigten. Da kann man doch einfach mal sagen, dass das eine gute Entscheidung ist. Aber vielleicht ist es so, wenn man zum Lachen in den Keller geht, dann ist es vielleicht auch in diesen Fragen für Sie nicht wirklich von Bedeutung. Ich höre bei ganz vielen Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch mit Beamtinnen und Beamten, dass sie das sehr schätzen, dass sie das nehmen, dass sie das auch als Anerkennung für ihre Arbeit sehen. Und für uns sage ich das noch einmal. Herr Frömmrich, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich bin sofort am Schluss. Ist es die Verknüpfung von Tarifpolitik mit Klimaschutzpolitik? Wir setzen hier auch Maßstäbe im Klimaschutz. Deswegen ist das ein guter Abschluss, den wir hier getätigt haben. Und wir übernehmen das jetzt für die Beamtinnen und Beamten. Und die Regierungsseite freut sich darüber, dass wir das heute beschließen können. Herzlichen Dank. Danke, Herr Frömmrich. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Herr Schaus zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
weil ich ja nach dem Kollegen Frömmrich rede. Mir ist gerade so eingefallen, habe ich gedacht, na ja, ich kenne den Kollegen Frömmrich ja auch noch aus Oppositionszeiten. Und da hat er mit der gleichen Vehemenz, mit der er hier sozusagen das anpreist, genau das Gegenteil gesagt. Also das geht, also da ist er sehr flexibel an der Stelle. Und das bewundere ich ausdrücklich, will ich mal sagen, in dieser Art und Weise. Ja. So. Aber zu den Fakten. Wir haben hier wieder ein Fraktionsgesetz vorliegen. Es ist ja im Hessischen Beamtengesetz geregelt, ganz bewusst geregelt. Darauf will ich hinweisen, dass, wenn die Regierungen Besoldungsgesetze hier einbringen, sie verpflichtet sind, vor der Einbringung mit den Gewerkschaften eine Anhörung durchzuführen. Und das ist auch eine wichtige gesetzliche Regelung, die allerdings schon seit Jahren umgangen wird, weil immer wieder Fraktionsgesetze hier vorgelegt werden. Und in den vergangenen Jahren war das dann so, dass in den Fällen wir natürlich dann diese schriftliche und auch eine mündliche Anhörung im Innenausschuss nachholen mussten, sage ich mal, nachgeholt haben und dann auch in der Debatte mit den Gewerkschaften gekommen sind. Ich will diesen Aspekt, der ja bisher untergegangen ist in der Diskussion, nur betonen, weil ich denke, und wir haben ja auch dem Verfahren jetzt zugestimmt, dass das nur dann geht, dass man so verfährt und so kurzfristig und auch auf eine mündliche Anhörung verzichten kann, wenn eine weitestgehende Übertragung eines Tarifergebnisses auf die Besoldungsgesetze erfolgt, wie das hier erstmals seit vielen Jahren, da wollen wir doch mal an der Stelle, erstmals seit vielen Jahren auch vorgenommen wird. Jetzt sehe ich, der Kollege Frömmrich schon wieder außer Haus. Okay, ist schade. Ach, ganz da hinten. Entschuldigung, alles gut, alles gut. Aber bist ja im Gespräch, wie ich mitgekriegt habe. Jo, ja, ja. So, also deswegen, wir haben ein gutes Tarifergebnis, und das wird jetzt auf die Beamtinnen und Beamte weitestgehend übertragen, muss man sagen, in den zentralen Punkten. Das ist gut so, und das unterstützen wir ausdrücklich auch. Und deswegen werden wir dem Gesetzentwurf auch zustimmen heute. Deswegen werden wir auch zustimmen. So. Ich will aber darauf hinweisen, dass jetzt natürlich auch eine Möglichkeit besteht, bei einer so langen Laufzeit des Tarifvertrages von 33 Monaten auch endlich in die erklärten Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder zu gehen. Wir wollen, genau wie alle Gewerkschaften, dass Hessen wieder in die TDL zurückkehrt, und die Botschaft, die ich hier sowohl in der ersten Lesung als auch in der zweiten Lesung von den Regierungsfraktionen wahrgenommen habe, ist eine ständige Betonung der Eigenständigkeit und der Besonderheit eines hessischen Tarifvertrages. Und das ist das Gegenteil, meine Damen und Herren, das ist das Gegenteil von einer offensiven Rückkehr in die TDL. Und da befürchte ich, und ich habe das schon einmal gesagt, und meine Befürchtungen verstärken sich mit jedem Beitrag von einem Regierungsvertreter, von einem Koalitionsvertreter hier in dieser Diskussion. Und deshalb will ich nach wie vor noch einmal darauf hinweisen, wir haben immer noch eine 41-Stunden-Woche im Land Hessen bei den Beamtinnen und Beamten. Und die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche ist das erklärte Ziel der Gewerkschaften, und das wird von uns auch unterstützt. Wir haben und daraufhin ist auch schon darauf hingewiesen worden, wir haben eine Benachteiligung von hessischen Beamtinnen und Beamten aus den Besoldungsrunden 2015, Stichwort Nullrunde, und 2016, Stichwort Magerrunde, 1% in einer Größenordnung von 3,4%. Und wir erwarten, dass in Zukunft bei entsprechenden Besoldungserhöhungen dies auch ausgeglichen wird und dies auch nachgeholt wird. Das ist jetzt nicht möglich in der Kurzzeit, aber wir werden dies auch weiter verfolgen. Und weil hier immer so getan wird, als ob die hessischen Beamtinnen und Beamten so super toll besoldet würden. Ich habe das schon in vielen, vielen Diskussionen in den vergangenen Jahren immer wieder. Herr Schaus, kommen Sie bitte zum Schluss.
Herr Präsident, ich komme zum Schluss, immer wieder darauf hingewiesen, dass es jährlich eine Statistik des DGBs gibt, wo entsprechende Besoldungsgruppen miteinander verglichen werden. Und auf der Basis einer 40-Stunden-Woche, einer echten 40-Stunden-Woche, sieht das gar nicht so gut aus. Und insofern sagen wir heute Ja zu diesem Gesetzentwurf. Wir erwarten aber, dass die Rückkehr in die TDL jetzt konsequent angegangen wird. Vielen Dank. Danke, Herr Schaus. Für die Landesregierung spricht Innenminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich stelle zu Beginn noch einmal fest, Hessen ist ein attraktiver Arbeitgeber, meine Damen und Herren. Bei den allgemeinen Herausforderungen, die wir in der Verwaltung zu leisten haben, fällt mir ehrlich gesagt kein Grund ein, warum wir hier ertragen müssen, dass die Kolleginnen und Kollegen der Opposition den Arbeitgeber Hessen so schlecht reden, wie sie das hier machen. Ich finde das einfach unnötig, meine Damen und Herren. Wir werden mit diesem Gesetzentwurf den Ende März geschlossenen Tarifvertrag auf die Beamtinnen und Beamten und die Versorgungsempfänger entsprechend übertragen. Ich finde, dass das eine gute Nachricht ist. Und ich finde, darauf können wir auch ein Stück weit stolz sein. Wir müssen sozusagen da nicht den Jubel ausbrechen, aber es ist so, dass das eben ein angemessener, eine anständige und ordentliche Behandlung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Und ich finde, das kann man hier auch ehrlicherweise sagen. Und, lieber Kollege Müller, wenn Sie sagen, keiner der Anzuhörenden hätte sich ausnahmslos gefreut, keiner hätte sich ausnahmslos gefreut, dann sagen Sie ja damit, dass sich im Grunde genommen alle gefreut haben, aber nur nicht ausnahmslos. Das ist doch auch einmal eine schöne Nachricht, dass diejenigen, die wir hier dazu anhören, sich darüber freuen, dass sie entsprechend hier in der Versorgung berücksichtigt werden. Ich bleibe dabei, die Kleinkariertheit beim Thema Jobticket kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich will noch auf einen anderen Punkt noch einmal zurückkommen. Nein, lieber Kollege Schaus, das, was Sie hier versuchen zu erklären, dass wir mit dem Gesetzentwurf, dadurch, dass die Fraktionen den vorgelegt haben, hier irgendwelche Rechte verkürzt hätten, das ist nicht richtig. Also, erstens ist es einmal wichtig gewesen, dass wir schnell sind. Wissen Sie, warum das wichtig ist, dass wir schnell sind? Weil wir nämlich 225.000 Personen jetzt Ende Juli eine entsprechende Gehaltserhöhung zuteilwerden lassen. Dafür brauchen wir das Hessische Kompetenzzentrum, die Bezügestelle, die Versorgungsverwaltung, die alle das technisch umsetzen müssen. Und deswegen war es wichtig, dass wir schnell Klarheit bekommen. Und deswegen war es gut, dass die Fraktionen diesen Gesetzentwurf eingebracht haben. Aber wenn Sie sagen, es würde etwas verkürzt, dann ist das auch nicht richtig, weil in der Nacht vom 29. März ich mit den Gewerkschaften zusammengesessen habe. Da ging es damals um den Tarifvertrag. Und wir haben gemeinsam dann im Rahmen dieses Tarifvertrages ebenfalls eine entsprechende Vereinbarung getroffen, dass es auf die Beamtinnen und Beamten und die Versorgungsempfänger übertragen wird. Also, wenn Sie so wollen, hat die Anhörung sogar face-to-face am 29. März hierzu bereits stattgefunden. Nein, meine Damen und Herren, Hessen ist ein attraktiver Arbeitgeber. Dass wir mit der entsprechenden Besoldungserhöhung einen weiteren Beitrag dazu leisten, habe ich gesagt. Und insofern freue ich mich darüber, dass die Fraktionen den Gesetzentwurf eingebracht haben und dass wir ihn nunmehr beschließen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Als Nächstes hat sich nochmals Herr Rudolph von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Minister, ich finde es ziemlich unerträglich, wenn Sie sich hier hinstellen. Sie müssen Kritik von Oppositionsabgeordneten ertragen. Für wen halten Sie sich eigentlich? Das ist Parlamentarismus. Das ist Parlamentarismus. Sie müssen Kritik ertragen. Ja, Ihre Lobhudeleien können Sie machen. Aber wir nehmen uns das Recht nicht als Abgeordnete, die frei gewählt sind, hier das zu thematisieren, was wir für richtig halten. Und deswegen sparen Sie sich diese elitäre Arroganz. Das ist eine Missachtung von Oppositionsrechten. Von Missoppositionsrechten. Da müssen Sie mir von hinten gar nicht dazwischenproppeln.
Da müssen Sie mir von hinten hier nicht dazwischenrubbeln. Ziemlich unsäglich. Und das Zweite. Herr Rudolph, berechtigte Kritik, aber mit Stil. Bitte. Ja, Herr Minister, Herr Landtagspräsident, aber ich brauche auch keine Zwischenrufe von der Regierungsbank. Vielleicht können wir das dann auch einstellen. Der zweite Punkt, Herr Frömmrich, weil Sie da so vehement gesagt haben mit dem ÖPNV-Ticket. Um das einmal deutlich zu machen, ich bin selber ein Verfechter des ÖPNV. Ich nutze ihn. So viele Abgeordnete gibt es jetzt nicht, die ich immer in der vollen S-Bahn sehe, aber eine andere Baustelle. Aber das, was der Kollege Schaus und andere thematisiert haben und auch wie wiederholt, ÖPNV-Angebote kann man nutzen, wenn es sie denn auch gibt. Das ist eine entscheidende Voraussetzung. Eine entscheidende Voraussetzung. Und wir haben ÖPNV-Angebote in der Fläche, die gibt es nicht. Oder wenn jemand im Schichtdienst arbeitet, ist es verdammt schwer, erst mal vielleicht zur nächsten Bahn- oder S-Bahn-Station zu kommen. Und deswegen die Kritik, die wir nicht an dem Konzept üben, dass es ein ÖPNV-Ticket gibt, was eine begrüßenswerte Idee ist. Die SPD hat 2015 bereits ein solches Jobticket für Landesbedienstete gewonnen. Ja, das können Sie, müssen Sie nicht lachen. Da hatten Sie noch, waren Sie noch nicht dabei. Das ist, können Sie in den Protokollen des Landtages nachlesen. Und da haben Sie ganz lange gebraucht, das zu entwickeln. Kein Vorwurf, jetzt ist es da. Aber es können eben bei Weitem nicht alle Landesbeschäftigten nutzen. Zum Beispiel Mitarbeiter der Studentenwerke gibt es nicht, weil Sie sagen, haben wir nichts mit zu tun, müssen die Universitäten regeln. Nicht alle Mitarbeiter, die im Lande Hessen auch im öffentlichen Bereich tätig sind, können es nicht nutzen. Und Herr Frömmrich, solche Kritik müssen Sie ertragen, und dann hat das nichts damit zu tun, dass wir hier defätistische Äußerungen betreiben. Und deswegen, Sie können Ihr Gesetzentwurf bejubeln, das ist Ihr gutes Recht, aber Sie sollten endlich mal zur Kenntnis nehmen von Schwarz-Grün, dass es Aufgabe der Opposition ist, nicht Sie zu loben, das machen Sie schon selber reichlich, sondern auf Dinge hinzuweisen, die aus unserer Sicht nicht in Ordnung sind. Auch das gehört zu einem fairen parlamentarischen Umgang, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Rudolph. So, meine Damen und Herren, ich versuche mich jetzt noch einmal an die Einmütigkeit der Beschlussempfehlung zu erinnern und hoffe, dass ich auch durch diese Einmütigkeit davon ausgehen darf, dass wir heute diesen Gesetzentwurf jetzt abstimmen können und damit auf eine Fristenverletzung verzichten. Das ist offensichtlich der Fall. Ansonsten müssten wir bis 24 Uhr noch debattieren. Wir sind also am Ende der zweiten Lesung angelangt, und ich stelle diesen Gesetzentwurf zur Anpassung der Besoldung jetzt zur Abstimmung. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sieht mir nach dem gesamten Haus aus. Ich frage trotzdem noch einmal, gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Damit hat dieser Entwurf eine Mehrheit gefunden und wird zum Gesetz erhoben. Applaus